Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Die Sieht Online. Ja. Neues? Ja. Ich habe gestern mit der LS Dragon's Prophet aufgenommen. Und die Aufnahmen sind fast alle für die Tonne. Warum? Ganz einfach. Das Aufnahmeprogramm, mit dem ich auch dieses Spiel aufnehme, also Hypercamp 2, ist so schlau und beendet die Parts immer vorab. Wir haben das Problem, was ständig. Heute zusammen mit dem gesamten Team, also mit der Latonia auch zusammen, beraten, und wie wir das machen. Ob wir den Part, wo sie unvollständig sind, oder ob wir neu machen und uns dafür nicht ganz so stark aufs Lernen konzentrieren. Wie wir uns entscheiden, das machen wir spontan. Das werden wir aber genau absprechen. Da das einfach. Und nun ja. Dann habe ich einen Infopart gestern noch gemacht. Der kam gestern leider nicht mehr, weil ich es einfach vergessen habe und weil ich auch noch ein bisschen müde war gestern Abend und einfach nur schlafen wollte. Aber das habt ihr, könnt ihr hoffentlich verstehen, denn ich habe den ganzen Tag aufgenommen. Ja, wir haben gestern 7 Stunden aufgenommen. Ja, 7 Stunden fast. Und ja, kann sein. Deswegen, ja, es war nicht leicht gestern. Deswegen, also wir hatten viel um die Ohren gestern. Nicht nur vom Aufnehmen her, sondern auch Schule. Klar, es ist Wochenende, da hat man ein bisschen mehr Zeit, aber wir müssen ja auch noch lernen. Und deswegen, ja, wir haben viel zu tun und ja, sind wir wieder bei Siedler drinne. Doch, alle, die Gesundheitshalber gesagt haben, ich war gerade noch nicht gewesen. Ja, Siedler Online. Der Zettel längerer Part. Ab Montag kann ich auch die längere Part. Kurz genug. Versuchen Montag den. Ah, 40 Bögen heute, okay. Oh, ein paar Getreidefelder. Ja, ich muss noch meine Boxen wieder angeschlossen. Gerade meinen Timer. Was kann ich noch erklären? Genau, das Gildensystem. Ja, ich habe eine Gilde. Entschuldigung, ich bin das Mikro gekommen. Orden der Nephilim. Oh, Nephi ist die Kürzel. Spieleranzahl 2, maximale Spielanzahl 15. Jeder Tag sind wir unauffällig unter den Menschen und wachen über sie, genau. Motto, Gildenbeschreibung. Wir wachen über jeden und der sich nicht zu helfen weiß. Wir sind unter ihnen und leben im Verborgenen, still und heimlich unter ihnen, um sie zu schützen, wenn es nötig ist, bis zum Untergang und darüber hinaus. Ja. Es sind angehaucht. Ja. Dann Mitglieder sind nur die Latonia und ich drinne. Schattenjäger und ich bin der Messer, ich bin der Boss, ich bin der Boss, ich bin der Boss, ich bin der Boss. Und ja, alles andere, das hier braucht euch nicht interessieren, das ist klar, braucht ihr nur, wenn ihr eigene Gilde habt. Das soll euch interessant werden. Werde ich auch nochmal separat ein paar zu machen. Ja, dann das Handelssystem. Habe ich glaube schon mal erklärt, ich bin mir nicht sicher. Also man geht hier drauf und dann kann man zu dir. Man kann sich irgendwie, wenn man da drauf geht, in verschiedenen Weisen sortieren. Und ja, ich suche jetzt faktisch mal was Gescheites an Waffen und sowas. Und Herzen für meine Abenteuer. Das ist was? Baugen Engelsmonument. Aha. Nee, brauche ich nicht. Ja. Dum di dum di dum di dum. Man kann ja eben so durchscrollen. Man kann auch kategorisieren, was man haben will, was man nicht haben will.
Das Spiel an sich wirklich nach einer Zeit lang Zeit. Wenn man wirklich definitiv immer das gleiche macht. Inzwischen sind Patches rausgekommen, die das Ganze relativ spannend machen. Ja, das soll sagen. Also es sind Patches gekommen, die machen das Spiel wirklich spannender. Oh, ich bin verlegt. Ich mich juckt den Fingern, ey. Oh, Titan. Ja, aber 200 Gold, Leute, seid ihr bescheuert? So, 50 ist nur für mich. Heute Morgen sind es auf den Seiten, es ist aber auch, wie ihr hier unten sehen könnt, 7 Uhr 27. Also nicht gerade die Top-Gaming-Zeit, ja. Also. Und ja. Am Brunnenbaum hier, die Ecke. So, Kupferminen habe ich auch wieder aufgebaut. Ich habe gestern nämlich nicht Siedler aufgenommen. Wie gesagt, das ist mein privater Account, den zeige ich euch, weil ich es möchte. Könnt mir gerne Freundschaftsanfrage schicken, habe ich kein Problem mit. Oder auch wenn Gildenanfrage, dass ihr beitreten könnt. Ist relativ weit unten unsere Gilde. Weit unten. Ja, das ist mein Gildenhaus. Oh, 100 Granit. Ja, Halleluja. 100 Gold. Ja, das ist besser. 10 Granit ist auch okay. Oh, ja, Mann. Ja, Mann. Das war schon alles. War relativ spannend. ja, was noch? Faktisch? Nein, du suchst mir Abenteuer, kleiner Mann. Du bist so groß wie dein Chat. Nur kleiner Arm, kleiner Mann. Nein, natürlich ist er nicht klein. Er ist ein gestandener Mann. Hört man ja auch, dass es nicht mal ein Mann ist. Du musst bei einer Mann. Man sieht sogar, dass es ein Mann ist. Da sieht man es auch. Ich gehe mal weiter hoch und baue Getreidefelder. Ja, ich habe die Getreidefelder ein bisschen ausgelassen, habe dafür Kupferminen gebaut. Ich wollte mal wieder ein paar Bücher herstellen. Aber ja. Ja. Knurrt. Ich sehe schon kommen. Knurrt. Codex. Compendium. Manuskript. Okay, das reicht jetzt schon wieder. Wir wollen das. Da sehe ich gerade, ich kann mal wieder. Marmor. Stein. Guck mal, Marmor. 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 Mau, mau. Miau, miau. Pipma. Wolfmoor. So. Ja, okay, Fehler sind auch. Aber ihr hört das leider alle, was die hier so plappern. Denn, ja, ich werde wahrscheinlich im nächsten Part ein Abenteuer machen, wenn ich denn die Truppen dazu habe und. Man kann mitarbeiten. Für mich ist das noch nett. Weil ich dir denken, das ist kein. Oh, kein Stein mehr für mich. Nein, kein Steinchen mehr für mich. Wow. 25 Armbrustschützen? Scheiße, ne. Das ist ja Weltrekord. Nein, natürlich nicht. Oh, 5, weil 6 ist rot, okay. 30 Armbrustschützen, na Halleluja. Das nenne ich mal nach, wow. Soldaten auch en masse. Hm.
Ja, ich werde versuchen, möglichst das Abenteuer so zu machen, dass ich ein leichtes nehme, erstmal zu zeigen. Abenteuer. Na 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 ja, Soldaten habe ich alles schon mal vorgelesen. Ey, wie viele Soldaten kann ich denn heute machen, bitte? Ne, sind das? Die, oh, die kann ich nicht erstellen, aber Reiter bestimmt. Komm, Kavallerie. Die Kavallerie, ja, die Kavallerie, Reiter. Hol die Kavallerie! Anno, Nils, ich bin, zeige euch im Infobad, ich bin ein bisschen erkältet. Na 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 Alter, wie viele Reiter kann ich heute ausbilden? Halleluja. Ja, okay, jetzt reicht's mal langsam, okay. Und ich beende den Part für euch. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Auch wenn ich diesmal nicht so viel Sinnvolles gesagt habe, sondern eher Blödsinn gemacht habe. Hoffe ich dennoch, dass es euch gefallen hat. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut, euer Knut. Tschüss.